Schönen guten Tag, liebe Glaubenssucher. Wir hören wieder eine spannende Geschichte von Gottes Sohn über die Heilung vieler Kranker. Jesus zog weiter und kam an den See von Galiläa. Er stieg auf einen Berg und setzte sich. Da kamen viele Menschen und brachten Lahme, Krüppel, Blinde, Stumme und viele andere Kranke zu ihm. Sie legten sie vor ihn hin und er heilte sie. Als die Menschen sahen, dass Stumme plötzlich redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gehen und Blinde sehen konnten, waren sie erstaunt und priesen den Gott Israels. Die Speisung der 4000. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte: Ich habe Mitleid mit diesen Menschen. Sie sind schon 3 Tage bei mir und haben nichts mehr zu essen. Ich will sie nicht hungrig wegschicken, sonst brechen sie unterwegs zusammen. Da sagten die Jünger zu ihm: Wo sollen wir in dieser unbewohnten Gegend so viel Brot hernehmen, um so viele Menschen satt zu machen? Jesus sagte zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten: 7 und noch ein paar Fische. Da forderte er die Leute auf, sich auf den Boden zu setzen. Und er nahm die 7 Brote und die Fische, sprach das Dankgebet, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Und die Jünger verteilten sie an die Leute. Und alle aßen und wurden satt. Dann sammelte man die übrig gebliebenen Brotstücke ein, 7 Körbe voll. Es waren 4000 Männer, die an dem Mahl teilgenommen hatten, dazu noch Frauen und Kinder. Danach schickte er die Menge nach Hause, stieg ins Boot und fuhr in die Gegend von Magadan. Es kamen viele Menschen zu Jesus und sie brachten voll Vertrauen Lahme, Krüppel, Blinde, Stumme und viele andere Kranke zu ihm. Niemand hatte je Zweifel daran, dass Jesus nicht heilen könnte. Die Menschen priesen Gott für die vielen Heilungen. Selbst Krüppel wurden gesund. Lahme konnten plötzlich wieder gehen. Und Blinde sehen. Wir können uns gut vorstellen, wie froh diese armen, leidenden Menschen waren, dass sie wieder in einem gesunden Körper leben dürfen durch die Gnade Gottes. Dieses Wunder hat er durch Jesus gewirkt. Gott hat durch seinen Sohn Jesus Christus live erlebt, wie es ist, wenn Menschen in einer Krankheit gefangen sind. Er selbst hat mitgelitten. Jesus ist eins mit dem Vater in der Einheit des Heiligen Geistes. Jesus hat einen menschlichen Willen, der ganz im Einklang mit Gottes Wille ist. Gott hat also Mitleid mit den Menschen. Jesus sah, dass einige, die ihn aufgesucht hatten, schon 3 Tage nichts mehr gegessen hatten. Gott wirkt durch seinen Sohn Jesus Wunder. Jesus wollte die hungrige Menschenmenge nicht wegschicken. Die Jünger wussten nicht, woher sie die Nahrung beschaffen sollen, um die vielen Leute satt zu bekommen. Die Überraschung war sicher groß, als Jesus die restlichen Brote brach und sie den Jüngern gab und die Jünger verteilten es an die Leute.
Die übrig gebliebenen Brotstücke ergaben 7 Körbe voll. Unser Herr und Gott, du hast durch deinen Sohn viele Wunder geschehen lassen, die beweisen, dass du der Schöpfer aller Dinge bist. Du heilst und gibst uns Nahrung und dieses himmlische Brot, das uns nährt. Hilf uns, damit wir erkennen können, dass auch heute noch Menschen heil werden, durch dein Mahl, das wir zu deinem Gedenken feiern. Lass uns bitte eins werden und lass uns erkennen, dass deine Nahrung keine verbotene Frucht sein kann. Amen.